Hallo und herzlich willkommen zurück bei Islands. So. Das klingt merkwürdig, aber okay. So, ich bräuchte noch mehr von dem magischen Staub. Kann ich mich erstmal entleeren? Weißt du was? Da können wir noch ein bisschen rohes Fleisch reintun. Weißt du was? Ihr kommt so mal mit aufs Schiff rüber. Und ihr bleibt jetzt einfach mal da. Also bleibt zumindest hier. Wildmelonen, Mais. Da haben wir quasi nochmal Notfallessensreserven. Ja, oh, die können wir dann rüberlegen. Was denn jetzt da dazu? So. Den Eisenhelm möchte ich nicht wegschmeißen. Den möchte ich auf jeden Fall aufheben. Das heißt, er bleibt mal hier. Gut. Dann würde ich sagen, ich brauche auf jeden Fall noch eine Bambuskiste oder zwei. Oder habe ich Ste Nein, für Steintrunk, glaube ich, habe ich nichts da. Baumfeld! Oh, sorry, Krabbe. War nicht meine Absicht. Glaube ich. So. Eine Bambus Kiste, Schachtel, Kiste. Da oben beim Bambus ist nicht dabei. Nein, nicht Kiste. Nein, Schachtel ist sicher auch nicht. Behälter. Nein. Truhe. Ah. Bambustruhe. Da fehlen mir Seile. Dann machen wir mal eben ein paar Seile. Nehmen wir den Filter raus, weil jetzt müssten wir es ja auch hier irgendwo haben. Und zwar einmal, einmal, dann können wir sie auch noch drehen. Können hier auch noch draufstellen. So. Da gehen wir jetzt einmal das rein. Okay. So. Hier rein. Der Speer ist so gut und schön, nimmt uns aber am Platz weg. Hammer, glaube ich nicht, dass wir jetzt unterwegs brauchen. Das eventuell schon. Das Steinmesser von mir aus auch. Das Nähset nicht. Das Fleisch lasse ich jetzt auch da. Laterne ja. Reparaturset ja. Behälter für Erde ja. Steinmörsel lassen wir mal da. Der Goldbeutel ist noch leer. Samenkästchen ist immer gut. Kohlekorb kommt auch mit Pigmenttopf. Der könnte eigentlich. Machen wir den mal da rein. Die Kräutertasche ist, denke ich, ganz okay. Muschelglas auch und der Trankbehälter nehmen wir auch mit. So, dann hätten wir mal ein bisschen mehr Platz. Da war doch noch was mit Alchemie, gell? Genau, die Alchemistensphäre. Ach, dafür brauchen wir Stahlplatten. Okay.
Das heißt, du bräuchst mal Eisen. Da bin ich die Schnapsidee. Ich erinnere mich noch an früher. Es gibt da unter den Inseln ein ausgedehntes Höhlensystem. Frage ist natürlich, findet man das jetzt auf Anhieb oder haben wir ins Leere? Kann beides passieren. Ich habe Hunger. Ansonsten könnten wir hier anfangen. Einfach einmal quasi nach unten zu graben. Und zu schauen, ob wir was finden. So, da brauchen wir noch, genau. Den Ast kannst du aber auch aufnehmen. Danke. So. Da könnten wir mal flacher machen, wenn es geht. Warte mal. Das ist okay. Und da noch. Okay. Das gefällt mir noch nicht da. Okay. So, und dann graben wir da einfach mal weiter. So. Nein? So. Wir müssten schauen, dass wir das halbwegs schön hinkriegen. Dass wir da nicht auch jederzeit wieder rauskommen. So, dann sammeln wir mal auf, was wir da jetzt so gefunden haben. Ist okay. Oh, da oben ist noch ganz viel Erde. Die wollen wir natürlich haben. So. Puh. Könnte ich aber mal die Schaufel probieren. Da sind wir zu weit weg. Mal aufheben. Da nochmal aufheben. Oben schon, ja, ein Teil liegt leider oben. Sind wohl nicht tief genug, dass sich das immer noch hier sammelt. Aber gut, jetzt haben wir hier mal quasi einen Raum. Kann ich... Warte mal, kann ich die jetzt nicht ablegen? Genau, dann haben wir nicht hier Licht und ich kann trotzdem graben. Und zwar würde ich sagen, gehen wir hier einfach noch runter. Ich glaube, passt das immer mit der Schaufel noch schneller, weil kein Stein da ist. Mm-hmm.
Okay, gehen wir da mal weiter. Geht wie gesagt mit ein bisschen Übung relativ schön. Da könnten wir nur ein bisschen abflachen. Ja. Kriegst du das hin? Achso, ich habe es jetzt nicht auf der 5. So. Ja, ich denke, das wäre okay so. Okay, dann legen wir die hier wieder am Boden. Kann man nicht wieder schön arbeiten. Dann mal C. Ich weiß noch, in diesen Höhlensystemen gab es diese Muscheln massig. Also diese Pilze da. Wusste ich damals noch nicht wofür. Ja, danke. Das war das Letzte, was ich aufheben wollte. Mann, Mann. So, machen wir so. Ja. Maximal ein bisschen höher. Okay. Könnte da jetzt irgendwo mal Stein kommen oder so? Buddel hier immer noch in Erde. Glaube ich, das Licht gleich wieder runterholen. Ach, die Karte wollte ich ja übrigens auch machen. Stimmt, da war was. Spätestens, wenn wir ein Höhlensystem gefunden haben, brauchen wir die Karte. Probieren wir es mal ein bisschen damit. Aber da ist nur Erde. Ich habe Hunger. Und dann Mahlzeit.
Nee. Gebe hier gleich auf und suche mal eine andere Stelle. Wir können theoretisch auch einen Meter daneben vorbeibuddeln. Aber hier unten gibt es Sand, jede Menge. Noch mehr Sand. Wie tief ist denn das Meer? Nicht, dass ich dann plötzlich Wasser im Bauch habe. Meine Laterne ist schon wieder viel zu hoch oben. Was? So, nehmen wir mal den ganzen Sand. Ach, da oben ist sie. Komm wieder mal. Hier bitte. Boden. Na, 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 na. Also ich glaube, hier bin ich auf dem Holzweg. Hier gibt es nicht einmal Stein. Doch mal einen Trick, um in die Texturen reinzuschauen. Ich weiß jetzt nur gerade nicht mehr wie. Ich hoffe, wir stoßen so vielleicht auf eine Höhle. Aber ist jetzt schlechter. Na komm, buddel schön.
Vielleicht mal da nach unten kommen. Keine Ahnung. Wieder mal Erde. Ich weiß, meine Fackel steht viel zu weit, also meine Laterne ist viel zu weit oben. Na komm. Ich hole mal mein Zeug da. Aber jetzt haben wir schön stufenmäßig gebaut, das gefällt mir. Laterne? Laterne? Oh, da oben erst. Komm mal mit, kleine Laterne. Und mit ins Dunkel tief. Na komm, hier. Nur Erde. Erde und Sand. Ich nehme fast alles, Leute. Ich nehme Kohle, ich nehme Steine, ich nehme magische Pilze. Kriege ich Sand. Ich will auch keine Erde. Na komm. Keine Ahnung, wie weit das noch runter geht. Wir werden es rausfinden.
Man könnte natürlich auch unterirdisch seine Basis bauen. Ich glaube, so wird das nichts. Man kann auf jeden Fall ganz schön tief buddeln. Ich bin jetzt gespannt, ob da irgendwann dann Ende kommt. Laterne. Komm mal mit Laterne. Du bleibst bitte hier. Danke. Bin mal gespannt, wenn wir nachher hochrennen, wie lange wir hochrennen. Müsste schon ein ganzes Stückchen sein. Eigentlich hoffe ich schon langsam auf ein Ende am Boden. So geht's noch immer runter. Aber ich glaube, das Licht um den Char ist jetzt auch schon besser geworden als früher. Und am Ende hat man früher nicht so viel gesehen. Oh, Schaufel kaputt. Oh, reparieren. Ich habe jetzt schon gedacht, juhu, rot, aber dabei war es nur, weil ich zwei weg war. So, weiter geht's. Aha. Ich glaube, ich gebe das Bodensuchen gleich mal auf. Wir haben Hunger. Oh, und wir sind bei 30 Minuten.
Schauen wir uns mal an, was wir bei 30 Minuten Graben geleistet haben. Da gehen wir noch nach oben. Machen wir jetzt noch. Ein Kettenstück. Okay. So. Und jetzt können wir das Licht aufdrehen. Oh Mann. Das haben wir jetzt ausgegraben. Hier ein Ende des Tunnels. Hier ist. Okay, wir gehen nach Hause und euch sage ich tschüss, baba, bis zum Mal. Dann müssen wir uns überlegen, wo wir vielleicht diese Höhle finden. Also, tschüss.